Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panikuzenturier mit einer neuen Aufnahme von Planet Side 2. Wir sind mal wieder als Terraner unterwegs und heute werden wir mal schauen, wo wir uns bekriegen können. Das letzte Mal haben wir uns auf Isamir ausgelockt. Wollen wir mal gucken, wo noch ein bisschen Battle ist. Genau, auf Hossin. Da würde ich sagen, gehen wir auch als erstes mal hin auf Hossin. Denn da wir ja einen neuen PC haben und alles schön flüssig läuft, wollen wir doch auch mal ein bisschen so ausnutzen, dass wir auch ein bisschen auf Hossin spielen können. Auf Inder habe ich ja schon zig Aufnahmen gemacht und auf Esamir auch schon. Auf Emmerich müssen es nicht ganz so viele sein, dürften es nicht ganz so viele sein, schätze ich mal. Oder? Auf jeden Fall Inder in den meisten, obwohl Emmerich und Esamir müsste eigentlich relativ gleich sein, glaube ich. Ich glaube, das müsste relativ gleich sein. Wir spielen jetzt vorerst erstmal Sanitäter mit der Standardwaffe. Da will ich euch einfach mal zeigen, dass man auch mit der Standardwaffe ohne weiteres vorankommt. Also, dass man nicht unbedingt eine Waffe sich kaufen muss, um Kills zu machen. Nein, Mann, es reicht. Das habe ich auch schon. Oh, jetzt muss ich erstmal hier hoch. Das habe ich auch schon in mehreren Videos gesagt. Auch in den. Zum Beispiel, in meinen Anfänger-Guide. Könnt ihr auch mal drauf gucken. Auch für jeden, der schon mal drauf war. Also der schon spielt. Das sind so ein paar Sachen dabei, die sind doch recht interessant. Auch für Leute, die doch schon länger unterwegs sind. Oh, das ist ein bisschen weit. Muss man da. Wo gehen wir denn mal hin? Da habe ich auch schon gesagt, dass man nicht unbedingt zu Anfang gar nicht unbedingt eine neue Waffe kaufen muss, sondern direkt einfach, man benutzt einfach die Waffe, die man hat. Also die Standardwaffe zum Beispiel bei der Terraner. Ich weiß jetzt nicht, bei Vanu, ich habe sogar bis zuletzt das Vanu Standardgewehr hauptsächlich nur benutzt. Ich habe da mal eine neue gekauft. Aber das war dann nicht so der Burner. Dann bin ich doch wieder zur Standardwaffe zurückgegangen. Beim LMG. Wie das bei den anderen Waffen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist, wie gesagt, alles, wirklich alles Einführung. Also da muss man sich einfach nur dran gewöhnen. Und sobald man sich dann dran gewöhnt hat, an die Sachen. Was ist? Direkt unter mir. Okay. Da muss man sich einfach an die Waffen gewöhnen und sobald man sich auch. Man kann sich an wirklich alles gewöhnen. Da braucht man nicht. Toll. Ja. Okay. Nein! Ich wollte noch raussteigen. Verdammt. Nein! Ich wollte zu langsam. Fucking. Oh Gott, ey. Ey, ich habe jetzt überhaupt schon wieder gar keine Lust zu spielen. Wenn ich sowas schon sehe, wirklich nicht mal eine Minute gespielt. Okay, doch. Okay. Ist doch schon vielleicht ein bisschen länger her. Ja, aber egal. Also, da kriege ich echt schon. Da kriege ich den Krampf, ey. Das gibt's nicht. Dass ich dann echt so schnell einfach nur abstürze wegen der Kacke, ey. Wer schießt mich denn da jetzt ab, ey? Was soll denn das? Was ist denn das jetzt hier? Da ist keiner. Hä? Der hat mich da gerade abgeschossen. Da oben ist er. Da ist einer. Das ist der Heavy Trooper von gerade eben. Wotan 7. Sehr schöner Name. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich das nur so sagen darf. Bist du Gegner? Nee, du bist kein Gegner. Da hinten ist Gegner. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin, was das für eine Basis ist. Oh, da war eine Mechseinheit. Ist mir, glaube ich, da gerade entgegengerannt. Also ich glaube, die ist eine Mechseinheit da entlang gecharged, glaube ich. Müsst ihr mal zurückspulen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob das wirklich eine Mechseinheit war, sonst müsste ich das selber machen. Und für was habe ich euch? Ja. Okay, der wird schon wieder belebt, da brauche ich dann nichts machen. Und zwar ist das die Basis, die ich in den irgendwann der letzten Aufnahme, meine ich,
verteidigt habe, statt angegriffen. Angegriffen habe ich, glaube ich, diese Basis hier noch nie. Also, ich glaube echt, die Basis habe ich noch nie so richtig erfolgreich lange angegriffen. Wenn nur kurz jedes Mal. Und dann wahrscheinlich eher weniger erfolgreich. Aber jetzt, glaube ich, könnte das doch, das könnte die große Premiere sein. Ah, Double Kill. Und wie man es schon sieht, das ist genau das, was ich gemeint habe, auch mit der Standardwaffe. Kann man... Aha, okay. Schön, dass der Typ mich da einfach so abschießt. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht so okay, aber... Also ich wurde da zwar von den Karabiner abgeschossen, aber gekillt hat mich der Terraner mit dem Dezimator. Shit. Was ruckt denn das hier gerade so verdammt? Was ist das? Ich habe das Gefühl, als wenn das ein bisschen ruckeln wird. Ja. Ich habe aber leider Gottes, ich hätte mal meinen PC neu starten sollen, weil ich habe die ganze Zeit, der war die ganze Zeit an. Und wenn der, müsst ihr euch immer mal merken, wenn der PC ewig lang an ist, jetzt hat er oben geschrieben, sorry. Wenn er ewig lang an ist und immer was irgendwas im Hintergrund gemacht hat, oder selbst wenn ihr aktiv nichts gemacht habt, dann kann es trotzdem sein, dass ich zum Beispiel im Arbeitsspeicher am RAM, das ist ja nur ein kleiner, ist ja nur ein Zwischenspeicher, dass ich da irgendwelche Sachen, irgendwelche Dateien zwischenspeichern, und diese Dateien können dann natürlich im Endeffekt vielleicht es zu Stören führen. Nur sieht das echt scheiße gerade aus. Hat man schon auf Ultra stehen, da sieht man sowas, ey. Medic! Medic! So, ich habe auch heute das erste Video freigegeben mit meinem neuen Mikrofon. Da wird mir schon gesagt, dass ich ein bisschen... Also die meisten haben gesagt, dass ich alles sich top anhört. Und einer hat gesagt, ich soll ein bisschen lauter reden. Deswegen werde ich hier ein bisschen versuchen, ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen? Ein bisschen... kräftiger zu reden. Nicht unbedingt lauter, würde ich das nicht sagen, sondern einfach nur kräftiger. Wenn ich lauter reden würde, dann würde sich, glaube ich, meine Freundin beschweren. Weil die ist nämlich über hinten im Schlafzimmer. Was ist das denn? Sieht ja beschissen aus. Alter, habe ich die Grafik? Nee, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, warum es so scheiße aussieht. Ja, hier beleben wir mal alles wieder. Max-Einheit, die braucht immer ein bisschen länger, bis die wiederbelebt wird. Was ist denn das hier gerade, Alter? Ich habe nur 30 FPS. Kann doch irgendwann nicht sein. Naja, gut. Also gut. Ich hoffe, diesmal wieder ist die Audioqualität auch wieder richtig gut. Und ich hoffe, diesmal versteht ihr mich auch alle. Ich habe an meinen Ingame-Sound-Einstellungen nichts geändert, also vom Spiel. Habt ihr ja gesehen. Achso, ne, habt ihr nicht gesehen. Und ich bin eigentlich direkt zu euch gegangen. Also ich habe direkt aufgenommen, ich habe nicht irgendwie was zwischendurch gemacht oder so. Ich habe direkt aufgenommen, ich muss hier mal gucken, ein bisschen über ins Mikro gucken. Ü18, deutsches TS. Aha. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich mal in irgendeinen Squad könnte. Und zwar hätte ich geguckt, naja. Dann verlegen wir uns mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Kampf. Dieser Kampf war jedoch, finde ich, ganz recht gut. War noch 6:3, das ist noch annehmbar. Und das mit der Standardwaffe ohne Warm-up. Ganz, würde ich sagen, ist recht gut. Das ist mal ganz gut gewesen. So, wo kommen wir denn hin? Da? Nee, sind da. Warum will ich nicht hin? Ich würde hier da hin. Hm, Leute, wo könnte ich denn mal hingehen? Oder da? Oder da? Oder da? Wo könnte ich hingehen? Ach komm, wir gehen da hin. Wir spielen weiter Medic. Finde ich ganz gut, die Waffe gerade. Eigentlich war ganz lustig, wenn ich das mal so sagen darf. Warten, laden. So, haben wir hier Flugzeug oder nur Fahrzeug? Fahrzeug? Ne, Flugzeug habe ich nichts.
Gehen wir nochmal hin. Ich werde jetzt auch wieder. Diesmal werde ich eine. Ich werde eine Stunde aufnehmen. Und. Ach komm, diesmal nehmen wir mal einen Harrisser. Aber. Damit. Ich werde eine Stunde aufnehmen. Die Videos werden zu 15 Minuten gesplittet. Deswegen wird das alles vollautomatisch gemacht. Da brauche ich nichts zu rendern oder so und nichts zu schneiden. Oh, gefährlich. Und deswegen werde ich jetzt, ich werde eine Stunde aufnehmen. Es werden 4 Folgen sein. Und ich hoffe mal, dass das dann langsam aber sicher mal alles reicht. Denn ich habe vielleicht, werde ich dann morgen meinen Arbeitsspeicher dann zurückschicken und umtauschen lassen, weil er ja, wie gesagt, schon defekt ist. Das hatte ich auch schon in der letzten Aufnahme gesagt. Leider Gottes ist ein Arbeitsspeichermodul. Oh. Oh nee, was ist denn jetzt los? Oh nee, das war jetzt ein Scherz. Oh Mann, ey. Naja, fahren wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal eine Straße oder sowas, was vielleicht dahin führen könnte. Hier, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Also hier auf Hossin ist ja so der Harrisser eigentlich recht gut zu fahren. Oder wahrscheinlich... Da geht's. Das Ding ist gehackt worden, das Fahrzeugterminal unser. Hab ich gerade gewundert, warum das blau ist. Weil das ja unsere Basis wäre. Und da habe ich gedacht, Feind und so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ey, eigentlich wollte ich zum Feind fahren und nicht... Was mache ich denn hier, Mann? Gibt's denn keine Straße? Ah, da links ist eine Straße. Da sehe ich doch was auf der Minimap. Na, was haben wir denn hier? Ist das eine Straße? Ja, es ist eine Straße. Wollen wir mal gucken, wo sind wir denn? Wow. Ich bin von da einmal hier durch. Anstatt ich einfach hier lang gefahren wäre, da wäre ich schon lange da. Wow, ich bin echt ein Profi. Naja, gut, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Turbo. Und dann fahren wir jetzt direkt dahin. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen aufnehmen. Hoffe, dass es dann lang genug vorproduziert ist. Dass ich dann ohne weiteres dann, also dass mein Arbeitsspeicher dann so schnell umgetauscht wird, dass der dann zurückgeschickt wird, dass ich dann wieder ohne weiteres weiter aufnehmen kann, weil das wäre optimal, weil sonst muss ich immer so lange warten. Weil ihr müsst ja sehen, ich selber kann ja nicht, auch wenn ich, kann ja selber nichts machen, also deswegen, ich muss ja wieder zu meinem Laptop greifen, damit ein bisschen spielen. Aber da werde ich nur so, was ist das denn jetzt hier, Lichtstrahl. Da werde ich dann aber auch nur so, ja, wie soll ich sagen, nicht sehr anspruchsvolle Spiele spielen, obwohl das Spiel eigentlich doch sehr anspruchsvoll ist, weil das ist das Spiel, was wir spielen, also meine Freundin und ich, das Fiesta Online, das ist ein MMORPG, das spielen wir schon Ewigkeiten und das ist so schlecht geschrieben, so schlecht optimiert, das braucht richtig Leistung, das glaubt ihr gar nicht, wie viel Leistung das braucht. Das bringt die Laptops echt zum Glühen, also da drehen die Lüfter schon richtig hoch. Und hier selbst mein PC, also der jetzt echt nicht schwach ist, der ist trotzdem 20% Auslastung hat der bei dem Ranzspiel, wenn ich das nur sagen darf. Weil Grafik oder so hat das echt, das ist Anime-Style Grafik. Weg da. Dankeschön. Sehr freundlich von dir, lieber Mac Rider. Oh oh. Wow, das war doch sehr knapp. Aber alles kein Problem. War geplant. Hätte ich mich da hingegeben? Besser nicht, würde ich sagen, oder? Dann komme ich nicht rein. Komme ich nicht rein. Schade. Ich habe zwar jetzt einen Mitfahrer, aber so richtig was sehen kann ich leider nicht wirklich. Und ich denke mal, dass der auch nicht wirklich viel abschießen kann. Aber wir haben die Gegner auch schon so dominierend hier. Hupala. Die Gegner, wir haben die hier so dominierend, also... Wow,
Hossenbevölkerung ist ja sehr, sehr schön, wenn ich das mal sagen darf. Ich hätte doch auf Esamir bleiben sollen, wenn ich das so sehe.